Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Also heute geht es darum, die Brennnesseljauche zu mischen und auch damit zu düngen. In diesem Fall also heute Tomaten, aber natürlich könnt ihr auch alles andere an Gemüse damit düngen. Überhaupt kein Problem, sogar sehr gut. Also bevor ihr die umfüllt, ist auf jeden Fall wichtig, die nochmal kräftig zu rühren, umzurühren, dass sich also alles schön verteilt. Dann nehmt ihr am besten eine alte Gießkanne oder einen alten Eimer. Ich habe jetzt hier so eine alte Kanne, die habe ich jetzt mit Brennnesseljauche voll gemacht. Sofort immer Deckel wieder drauf, ist wichtig, sonst habt ihr nachher alles voll mit Mückenlarven. Das wollt ihr sicher auch nicht. So, ich habe mir jetzt hier schon Kannen vorbereitet. Diese Gießkanne ist voll mit Wasser, das ist zum Umfüllen. Und ich mache jetzt in diese grüne Gießkanne so ungefähr ein Drittel von dieser Brennnesseljauche rein und fülle den Rest mit Wasser auf, vorzugsweise Regenwasser, ist schöner, ist weicher. Leitungswasser eignet sich eigentlich überhaupt nicht zum Gießen, also solltet ihr schauen, dass ihr irgendwie Regenwasser bekommt. Wenn nicht, müsst ihr es halt mit Leitungswasser machen. So, jetzt seht ihr, die Kanne ist voll. Ich hoffe, man sieht. Ich kann mal rütteln. Ja. So, und dann könnt ihr quasi auch ganz einfach das Zeugs angießen. Die kriegen jetzt alle so ein bisschen von dieser Brennnesselplürre. Und das war's schon. Und das könnt ihr eigentlich so alle... Ja, jetzt im Moment, ich würde so alle 3 Tage auf jeden Fall ruhig machen. Überhaupt kein Problem. Das tut denen ganz gut. Es war so lange so kalt, die brauchen jetzt halt auch ein bisschen Input. Und dann werdet ihr euch wundern, wie super die wachsen. Also, das war es jetzt eigentlich schon. Das ist halt nicht so schwer. Gut ist, wenn ihr euch immer vorher schon mal ein bisschen vorbereitet. Ihr nehmt euch in einen Eimer oder eine alte Gießkanne, wie gesagt. Die nutzt ihr dann auch am besten nur für die Brennnesseljauche und füllt dann die Jauche so knapp ein Drittel auf mit Wasser. Also ein Drittel Brennnesseljauche in eine neue Gießkanne rein und dann den Rest mit Wasser auffüllen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Konzentrat ist zu hoch, also die Brennnesseljauche ist zu stark, das merkt man immer daran, wenn die sehr extrem riecht, ne? Dann dementsprechend weniger, dann würde ich sagen, nehmt ihr so circa ein Achtel oder ein Viertel Brennnesseljauche, der Rest Wasser. Zur Probe könnt ihr da natürlich auch erstmal an einer Pflanze ausprobieren. Und wenn ihr merkt, die kann das gar nicht haben, dann auf jeden Fall verdünnen. Bei mir hat das immer super geklappt. Ich habe das halt immer so ein Drittel der Rest Wasser genommen. Das geht eigentlich immer gut. Ich habe da nie Probleme mit gehabt. Und dann würde ich sagen... fleißig drauf losgegossen. Ja, wenn euch diese kleine Info gefallen hat und ihr noch mehr wissen möchtet, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Lasst mir ein Like da und wenn ihr Anregungen, Fragen oder sonst Interessantes zu sagen habt, immer gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und beantworte auch jede Frage. Dankeschön und bis bald. Tschüss.